Coach Simon hier von Machbar. Heute mit dem Thema, warum dauerhafte Crunches dich einfach nicht ans Ziel bringen. Thema Sixpack, was gehört dazu und welche Übungen kannst du verwenden? Das alles nach dem kurzen Intro. Es geht darum, dass Tausende von Crunches und Sit-Up viele einfach nicht ans Ziel führen. Die Muskulatur, die Bauchmuskulatur arbeitet auch nicht nur in dieser Beugephase, sondern sie hat viel mehr Aufgaben. Zum einen ist es die Rotation, die wir brauchen, zum anderen ist es aber auch vor allem die Stabilisation. Und die Stabilisation ist ein großes Thema. Da rede ich mehr von Rumpfmuskulatur, Core-Muskulatur, also alles, was sich hier rum umgibt. Vor allem für Athleten ist es sehr wichtig, nicht nur die geraden Bauchmuskeln zu trainieren, sondern auch die seitlichen und vor allem auch die unterliegende Stützmuskulatur. Denk dir mal als Komplexes. Es bringt dir viel mehr, wenn du deinen Körper immer in komplexen Übungen beanspruchst, wie in sehr isolierten Übungen. Und dafür kannst du zum Beispiel mit so einem Medizinball richtig geniale Core- und somit auch Bauchübungen machen. Kleiner Hinweis noch, die Core-Rumpfmuskulatur überträgt die Kraft, egal von Unterkörper in Oberkörper oder Oberkörper in Unterkörper. Also du musst immer als komplex denken. Sit-Ups, Crunches hingegen können ganz sinnvoll sein und machen sicherlich auch manchmal zu Beginn Spaß, aber du brauchst Variation. Vor allem der Core, die Bauchmuskulatur, die leben davon, dass sie abwechslungsreich beansprucht werden. Heute zeige ich dir einige Übungen, die du mit so einem Medizinball für den Core machen kannst. Natürlich kannst du dieses Gewicht auch als Zusatzgewicht nehmen. Für einen Russian Twist, für Toe Thrust, also für Standard-Bauchmuskulaturübungen, die ja auch ihren Sinn und Zweck erfüllen. Aber heute geht es mehr um das Tieferliegende, um den nächsten Step, um die Core-Muskulatur für Athleten. Natürlich darfst du auch nicht vergessen, dass dein Körperfettanteil relativ gering sein muss, dass du dein Sixpack siehst. Starten wir mit der ersten Übung. Eine Plank hier auf dem Ball. Und zwar guckst du, dass die Hände direkt unter der Schulter sind. Keep the core tight und neutrale Wirbelsäule. Also kein Durchhängen, kein Hohlkreuz, nicht so hoch den Poppes, sondern wirklich keep the core tight. Macht sozusagen hier einen Crunch, zieht die Wirbelsäule in neutrale Position, das bedeutet auch Beckenkippung in neutraler Stellung und so habt ihr eine maximale Aktivierung der Core-Bauchmuskulatur. Haltet das. Die einfachste Stellung ist hier mit den Händen direkt unter der Schulter. Wie kann ich das schwieriger machen? Erste Position, ich hebe einfach nur ein Bein hinten an, halte das für 1 bis 6 Sekunden oder länger und im Wechsel, ihr merkt schon, es wird herausfordernder. Nächster Step wäre hier eine Hand zu heben. Auch entweder im Wechsel oder erst mit einer Seite fertig machen. Von hier aus kann ich in den nächsten Step gehen und einen Rollout mit dem Medizinball machen. Soweit ich kann nach vorne, Spannung halten und langsam kontrolliert wieder nach hinten. Spannung halten, keep the core tight. Und jetzt merkt ihr aus dieser Plank Position, umso weiter ihr vorgeht, umso anstrengender wird es. Vor allem auch die Wirbelsäule in neutraler Position zu halten. Natürlich könnt ihr es im unteren Rücken spüren, weil auch der ziemlich stark gefordert wird. Aber wenn ihr diese Crunch-Position beibehaltet, spürt ihr es am stärksten in der Bauchmuskulatur. Vor allem auch in der unteren Bauchmuskulatur, die meistens sehr schwach ist bei Athleten. Und das ist eigentlich der größte Punkt hier, die zu attackieren. Und wenn ihr diese Übung, diese Stabilisationsübung jetzt kombiniert mit einem Crunch oder einem Toe-Touch, oder andere Übungen für eure Bauchmuskeln. Also eine Beugung hier reinbringt. 12 Wiederholungen. Toe Touch. Dann noch einen Russian Twist hinterher. Und jetzt direkt in diese erste Plank Variation geht. Auf den Ball. Dann kombiniert ihr alles, für was die Bauchmuskulatur eigentlich steht. Also, ändert euer Bauchprogramm, arbeitet mehr mit unterschiedlichen Übungen, die Beugung, die seitliche Bewegungen mit einbezieht und vor allem auch Stabilisation, ganz wichtig. Und wenn ihr das hintereinander packt, ihr könnt auch kurze Pausen zwischendrin machen, kleines Beispiel, 30 Sekunden Toe Touch mit Medizinball oder ohne, 30 Sekunden Russian Twist mit Medizinball oder ohne, dann Plank, Einsteigervariante, auch alles hier erstmal ohne Gewicht und dann zusätzlich mit dem Medizinball. Dann deckt ihr alles ab, was die Bauchmuskulatur braucht. Wir gehen natürlich davon aus, dass im Trainingsprogramm lauter Big Lifts
mit dabei sind und viel Freihanteltraining gemacht wird und athletische Übungen mit einbezogen werden. Aber das ist, wie euren Core maximal fordern könnt, in alle Richtungen. Und dann ist ein Sixpack und ein starker Core auf jeden Fall garantiert. Wir dürfen jetzt natürlich nicht vergessen, dass es natürlich viel, viel weitere Übungen für dein Sixpack gibt, für deine Core-Muskulatur, für die Bauchmuskeln. Aber das ist ein Weg, den du machen kannst, wenn du ihn bisher noch nicht gemacht hast. Glaub mir, der wird dich extrem herausfordern. Kombiniere Übungen, nutze stabilisierende Übungen. Dann gibt es noch ganz viele, die auch noch härter sind, wie die Variante, was ich heute mit dem Medizinball gezeigt habe. Und abwechslungsreich. Kleiner Tipp auch von den Wiederholungen. Arbeite bei den Bauchübungen meistens mehr mit Zeitangabe. Unabhängig von deinem Leistungslevel kannst du mal mehr, mal weniger machen. Arbeite hier einfach mit 30 Sekunden, dann eine kurze Pause, wechsel die Übung wieder 30 Sekunden Belastung. Wirst du merken, dass du mehr Volumen schaffst und die Bauchmuskulatur vor allem auch über dieses Volumen und diese unterschiedlichen Intensitäten immer einen neuen Reiz bekommt. Und das ist bei dieser Muskulatur extrem wichtig. Vor allem für Athleten, die auf unterschiedliche Art und Weise auf einem Spielfeld oder bei ihrer Sportart reagieren müssen. Das war's auch mit diesem Video. Wenn du Fragen hast, kommentier das Video, like das Video, abonniere doch gerne meinen YouTube-Channel. Schau mal auf meiner Homepage vorbei, www.machbar-training.de. Auch dort findest du Fortbildungsmöglichkeiten wie Workshops, du findest einen sehr guten Blog, wo du viele Blogbeiträge zu diesen Themen bekommst, Athletiktraining, funktionelle Muskelmasse und vor allem auch sportartspezifisches Training. Und denk immer daran, alles ist machbar.